Lily King, Writers and Lovers. Ein Roman aus dem Englischen von Sabine Roth, erschienen bei C.H. Beck. Nach dem Tod ihrer Mutter und der Trennung von Luke verliert Casey jeden Halt. Sie geht nach Boston und versucht sich gegen alle äußeren und inneren Widerstände ein neues Leben aufzubauen, wohnt in der Garage eines Bekannten und jobbt als Kellnerin. Bei ihren Versuchen, sich aus dem Netz von Abhängigkeiten zu befreien, gerät sie immer wieder in Situationen mit Männern, die ihre Macht gegen sie ausspielen. Die einzige Konstante in ihrem Leben bleibt das Schreiben. Der Roman, an dem sie seit 6 Jahren arbeitet, wird ihr Fluchtort, ihr Schutzraum. Aber ist sie mit 31 Jahren nicht zu alt, um sich an den losen Traum eines Lebens als Schriftstellerin zu klammern? Ihre Entscheidung für das richtige Leben ist auch eine Entscheidung zwischen zwei Männern. Lily King erzählt in Writers and Lovers feinfühlig und mit erfrischendem Sarkasmus von einer Frau, die ihre eigene Stimme findet. Ich verbiete mir strikt, schon am Morgen an Geld zu denken. Wie ein Teenager, der sich den Gedanken an Sex zu verbieten versucht. Wobei ich an Sex auch nicht denken darf. Oder an Luke. Oder an den Tod. Das heißt, keine Gedanken an meine Mutter, die in ihrem Urlaub letzten Winter gestorben ist. Ich darf an sehr vieles nicht denken, wenn ich morgens schreiben will. Adam, mein Vermieter, schaut mir zu, wie ich seinen Hund Gassi führe. In Anzug und blitzenden Schuhen an seinem Mercedes gelehnt, verfolgt er unseren Weg die Einfahrt entlang. Er braucht morgens seine Bestätigung. Wie wohl jeder von uns. Jetzt kann er sich in dem Kontrast zu mir mit meiner Jogginghose und den verstrubbelten Haaren sonnen. Als der Hund und ich nah genug sind, sagt er, du bist ganz schön früh auf. Ich bin immer früh auf. Du aber auch. Vorabbesprechung mit dem Richter um 7 ST. Bewundert mich, bewundert mich. Bewundert Vorabbesprechung. Und Richter und 7 ST. Irgendwer muss sich ja opfern. Ich bin mir selbst unsympathisch in Adams Gesellschaft. Ich glaube, darauf legt er es an. Ich lasse mich von dem Hund ein paar Schritte an ihm vorbeizerren, einem Eichhörnchen nach, das sich durch die Zaunlatten an der Seite von Adams großem Haus zwängt. Und, sagt er, bevor ich zu weit von ihm weggelangen kann, was macht der Roman? Er sagt es, als wäre das Wort meine Privaterfindung. Dabei bleibt er an seinem Auto lehnen und dreht nur den Kopf in meine Richtung. Seine Pose gefällt ihm zu gut, um sie aufzugeben. Geht so. In meiner Brust fangen die Bienen zu summen an. Ein paar krabbeln an der Innenseite meines Arms hinab. Ein kurzes Gespräch kann meinen ganzen Morgen aus den Angeln heben. Ich muss mich gleich nochmal dran setzen. Nicht viel Zeit heute, Doppelschicht. Ich schleife den Hund Adams Hintertreppe hoch, mache ihn von der Leine los, schubse ihn durch die Tür und bin mit einem Satz die Stufen wieder hinunter. Wie viele Seiten hast du jetzt schon? Sowas wie 200. Ich bleibe nicht stehen. Bis zu dem Anbau an der Garage sind es nur noch ein paar Schritte. Weißt du, er stößt sich von seinem Auto ab, wartet, bis er meine volle Aufmerksamkeit hat. Ich staune nur immer wieder, dass du glaubst, du hättest etwas zu sagen. Ich sitze am Schreibtisch und starre die Sätze an, die ich vor dem Hundespaziergang zu Papier gebracht habe. Sie sagen mir nichts. Ich kann mich nicht erinnern, sie hingeschrieben zu haben. Ich bin so müde. Ich schaue hinüber zu der Leuchtanzeige des Radioweckers. Keine 3 Stunden mehr, bis ich mich für meine Mittagsschicht umziehen muss. Adam hat zusammen mit meinem Bruder Caleb studiert, der damals, glaube ich, latent verliebt in ihn war. Deshalb nimmt er nicht ganz so viel Miete von mir. Für das Gassigehen am Morgen lässt er mir noch mal ein paar Dollar mehr nach. Mein Zimmer war früher ein Gartenschuppen und riecht bis heute nach Erde und modrigem Laub. Der Platz reicht gerade für eine Einzelmatratze, den Schreibtisch mit Stuhl, eine Kochplatte und den Tischbackofen im Bad. Ich setze den Kessel auf, um mir noch eine Tasse Tee, schwarzen Tee, aufzubrühen.
Ich schreibe nicht, weil ich glaube, ich hätte etwas zu sagen. Ich schreibe, weil sich ohne das Schreiben alles noch trostloser anfühlt. Um 9:30 schiebe ich meinen Stuhl zurück, schrubbe die Steg- und Blaubeerflecken aus meinem blisierten weißen Bluse, bügle sie auf dem Schreibtisch trocken, hänge sie auf einem Bügel und fädle den Haken durch die Schlaufe oben am Rucksack. Ich ziehe meine schwarze Arbeitshose und ein T-Shirt an, binde die Haare zusammen und setze den Rucksack auf. Das Fahrrad muss ich rückwärts aus der Garage schieben. So voll steht sie mit all dem Krempel, den Adam dort aufhebt. Alte Kinderwagen, Hochstühle, Babywippen, Matratzen, Kommoden, Skier, Skateboards, Liegestühle, Petroleumfackeln, einen Kickertisch. Den restlichen Platz braucht der rote Minivan seiner Ex-Frau. Sie hat sich letztes Jahr nach Hawaii abgesetzt und ihm alles dagelassen, außer den Kindern. Tragisch, so gutes Auto, war der Kommentar der Putzfrau, die hier neulich den Gartenschlauch suchte. Sie heißt Oli, kommt aus Trinidad und hebt sogar die Plastikmessbecher aus den Waschpulverkartons auf, um sie nach Hause zu schicken. Adams Garage hat Oli nachhaltig erschüttert. Ich radle die Carlton Street entlang, dann bei Rot über die Bacon Street und weiter die Ivy Street vor zur Commonwealth Avenue. Autos donnern vorbei. Ich rutsche aus dem Sattel und warte in einem wachsenden Pulk von Studenten auf Grün. Ein paar von ihnen bewundern mein Fahrrad. Es ist ein altes Bonanza-Rad, das ich im Mai in Rhode Island auf dem Sperrmüll gefunden und gemeinsam mit Luke hergerichtet habe. Ihm eine neue Kette verpasst, die Bremskabel nachgezogen und das rostige Sattelrohr hin und her geruckelt, bis ich endlich hoch genug saß. Die Gangschaltung ist in die Stange eingebaut, wodurch es sich nach mehr anfühlt, als es ist. Als hätte es irgendwo einen versteckten Motor. Ich mag dieses Harley-Gefühl, das man darauf hat, durch den Chopperlenker und den gesteppten Bananensattel mit dem hohen Rohr dahinter, an das ich mich beim Ausrollen anlehnen kann. Als Kind hatte ich kein Bonanza-Rad, aber meine beste Freundin hatte eins. Und teils tauschten wir ganze Tage am Stück. Diese Boston University-Studenten kennen gar keine Bonanza-Räder mehr. Es hat immer noch etwas Seltsames, nicht mehr zur jüngsten Kategorie von Erwachsenen zu gehören. Ich bin 31 und meine Mutter ist tot. Die Ampel schaltet auf Grün und ich hiefe mich wieder in den Sattel, überquere die 6 Spuren der Commonwealth Avenue und strample weiter über die Boston University Bridge auf die Cambridge-Seite des Charles River. Manchmal geht es schon vor der Brücke los, manchmal erst oben auf der Brücke. Aber heute habe ich mich im Griff. Heute halte ich durch. Ich rolle hinunter auf den Gehsteig zwischen Memorial Drive und Fluss. Es ist Hochsommer und der Fluss scheint am Ende. Schmutziger weißer Schaum schwappt gegen das Uferschilf. So ähnlich sah die weißliche Schmiere aus, die sich in den Mundwinkeln von Pacos Mutter bildete, wenn sie in ihrer Küche saß und den ganzen Tag durchjammerte. Wenigstens da bin ich raus. Gegen diese Glitsche in den Außenbezirken von Barcelona ist selbst Adams Schuppen ein Fortschritt. Ich kreuze River Street und Western Avenue und schwenke hinüber auf den Lehmweg dicht am Flussufer. Ich habe mich im Griff. Ich habe mich so lange im Griff, bis ich die Gänse sehe. Sie sind an ihrem üblichen Platz beim Pfeiler der Fußgängerbrücke, 20 oder 30, geschäftig wie immer. Verdrehen die Hälse und stoßen die Schnäbel ins eigene Gefieder oder in das ihrer Nachbarn, picken nach den letzten paar Hälmchen im Lehm. Ihre Geräusche werden lauter, als ich näher komme. Schnarren, Krummeln, aufgebrachtes Quaken. Sie sind Störungen gewohnt und weichen kaum zur Seite, als ich zwischen ihnen durchradle. Ein paar schnappen zum Schein nach meinen Knöcheln oder lassen die Schwanzfedern durch meine Speichen streifen. Nur die ganz Hysterischen flüchten ins Wasser, kreischend, als wollte ihnen jemand ans Leder. Ich liebe diese Gänse. Mein Herz schwillt an, wenn ich sie sehe. Und fast kann ich glauben, dass vielleicht doch alles ins Lot kommt. Dass ich diese Zeit überstehen werde, wie ich auch schon andere Zeiten überstanden habe.
dass die unendliche, bedrohliche Leere vor mir bloßer Einbildung entspringt und das Leben leichter und lustiger ist, als mir das im Moment möglich scheint. Aber diesem Gefühl, dieser Ahnung, dass nicht alles verloren ist, folgt der Drang, meiner Mutter davon zu erzählen, ihr zu sagen, dass es mir heute gar nicht so schlecht geht, dass ich etwas empfunden habe, das fast als Glück durchgehen könnte, dass ich eventuell doch noch glücklich sein kann. Das ist die Wand, gegen die ich an guten Tagen wie heute laufe. Meine Mutter wird sich um mich sorgen und ich kann ihr nicht sagen, dass das nicht nötig ist. Die Gänse stört mein Weinen nicht. Sie kennen mich nicht anders. Sie schnauben und glucksen und übertönen meine Geräusche. Eine entgegenkommende Joggerin deutet die Anzeichen richtig und schlägt einen Bogen um mich. Ab dem großen Bootshaus werden die Gänse weniger. Bei der Lars Anderson Bridge biege ich nach rechts die JFK hoch Richtung Harvard Square. Sie hat etwas Kathartisches, diese Radfahrt, und in der Regel hält es ein paar Stunden vor. Das Iris liegt im zweiten Stock einer großen Backsteinvilla, die einem der Harvard Clubs gehört. Ich gehe die Treppe hinauf und auf direktem Weg in die Damentoilette, obwohl ich meine Kellnerkluft schon anhabe. Außer mir ist keiner da. Mein Blick streift mein Gesicht im Spiegel. Er ist leicht gekippt angebracht für die Rollstuhlfahrer, sodass ich mich in einem ungewohnten Winkel sehe. Ich sehe verhärmt aus, wie eine Kranke, die in nur wenigen Monaten um 10 Jahre gealtert ist. Ich schaue mir in die Augen, aber es sind nicht wirklich meine. Nicht die, die ich einmal hatte. Sie gehören einer sehr müden, sehr traurigen Frau. Und das zu sehen, macht mich noch trauriger. Und dann sehe ich diese Traurigkeit, die vom Mitleid kommt, in meinen Augen und sehe, wie sie sich mit Tränen füllen. Ich bin beides, die traurige Frau und die Frau, die die traurige Frau trösten will. Und dann packt mich Mitleid mit dieser Frau, die so mitfühlend ist. Denn ganz klar hat sie das Gleiche durchgemacht wie ich. Und so geht es immer im Kreis. Als stünde ich in einer Umkleidekabine mit einem dreiteiligen Spiegel, dessen beide Flügel ich vorklappe, bis mich ein ganzer Korridor von sich ins Unendliche verschmälernden Doppelgängern ansieht. So ein Gefühl ist das, als bemitleidete ich eine unendliche Anzahl von Ichs. Ich spritze mir Wasser ins Gesicht und tupfe mit Papiertüchern aus dem Spender daran herum, falls jemand hereinkommt, aber kaum bin ich fertig, verzieht es sich wieder. Ich knote meinen Dutt straffer und gehe hinaus. In den Speisesaal komme ich mit leichter Verspätung. Eine halbe Stunde später ist meine Station bis auf den letzten Platz besetzt. Mary Hand und ich sind aufeinander eingespielt. Die Glastüren zur Dachterrasse dürfen nicht offen bleiben, weil der Speisesaal klimatisiert ist. Und wenn unsere Gerichte bereitstehen und aufgeladen sind, halten wir uns gegenseitig die Tür auf. Sie bringt die Drinks zu einem meiner Vierer und ich serviere ihrem Zweier den Lachs, während sie für den lärmenden Zehnertisch den Champagner entkorkt. Ich mag diesen Wechsel von heißer Küche zu kühlem Speisesaal zu schwüler Terrasse. Ich mag es, wenn Craig die Bar macht, denn egal wie dicht es Bestellungen hagelt, er schafft es immer, an die Tische zu kommen und über die Weine zu reden. Und ich mag dieses hirnlose Eingespanntsein, das keinen Raum für andere Gedanken lässt. Als ich schließlich auf mein Fahrrad steige, ist es fast 1 Uhr früh. Mein Körper hat keine Reserven mehr. Die 3 Meilen bis zu meinem Gartenschuppen fühlen sich endlos an. Dunkelheit, Hitze, nur Pärchen noch unterwegs. Im Fluss spiegelt sich pulsierend der Mond. Du schmeckst nach Mond, hat Luke gesagt, auf dieser Wiese in den Berkshires. Scheißdichter. Unten am Ufer halten ein paar Leute Händchen, trinken aus der Flasche, liegen im Gras, weil sie im Dunkeln die grüne Gänsekacke nicht sehen. Bei ihm hat es mich hinterrücks erwischt. Mir blieb keine Zeit, einen Schutzwall zu errichten. Morgens ist es meine Mutter, die ich vermisse, aber spät nachts traure ich um Luke. Die Boston University Bridge ragt stumm und leer vor mir auf. Ich strample sie hoch und über das Wasser.
Meine Kehle fühlt sich wund und zu eng an, aber ich weine nicht. Ich singe Psycho Killer als Hommage an Mary Hand. Ich erreiche Adams Einfahrt, ohne geweint zu haben. Das ist eine Premiere. Ich manövriere das Rad in die Garage. Ein kleiner Sieg, immerhin. Zwei Mahnschreiben und eine Hochzeitseinladung sind unter meiner Tür durchgeschoben worden. Das Licht am Anrufbeantworter blinkt. Mein Blut bäumt sich auf. Alter Reflex. Egal. Egal, er ist es nicht, sage ich mir. Aber mein Herz hämmert trotzdem wie irr. Ich drücke auf Play. Hey. Pause. Langes Ausatmen in den Hörer, wie Donnergrollen. Er ist es.